Bundespräsident Heinz Fischer in Gallenkirchen. Präsidentin des Landtages, Frau Angelika Ordner, in Vertretung auch unseres Herrn Landeshauptmannes, der eine Grenzöffnung im Müllviertel heute hatte. Herzlich willkommen, Frau Zahlreiche ehrende Abordnung von Nationalräten, EU-Nationalabgeordnete und Landtagsabgeordnete. Ich begrüße, darf ich recht herzlich begrüßen, Herrn Friedrich zu empfinden. Also mir ging es vielmehr darum, dem Aufarbeitungsprozess dieser Ereignisse nachzuspüren. Was sehen wir hier? Flüstern taucht auf, Befehle tauchen auf. Lass mich leben, ich habe eine Frau. Lass mich leben, ich habe ein Kind. Lass mich leben, ich bin noch so jung. Schießt sie ab wie die Hasen, bringt mir keinen lebendig. Tod will ich sie haben. Er würgt sie, erschlagt sie, Menschenfleisch. Veranstaltungen unterstützt hat. 2002 hat es im Gemeinderat der Stadt Gallneukirchen einen, und das ist wichtig, einen einstimmigen Beschluss darüber gegeben. Vielleicht aus Scham geschwiegen wurde, möglicherweise auch als konstitutive Voraussetzung zur Gewinnung einer neuen Identität nach dem furchtbaren Schrecken im jüdischen Bolschewismus sollte ausgerottet werden, einen neuen Lebensraum für das sogenannte Herrenvolk zu schaffen. Und da dafür auch inhumanste Mittel zulässig waren, musste Recht und Moral außer Kraft gesetzt werden. Die Erosion der Gewissenskultur. Wir auf die Schrecken des Zweiten Weltkrieges zurückblicken, der Österreich von der Landkarte verschwinden ließ, der Männer und auch Jugendliche und zuletzt sogar Kinder als Soldaten in den Krieg führte, der Familien zerriss, der Eltern um ihre Kinder trauern ließ, der Frauen zu Witwen und Kinder zu Waisen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Gedenkveranstaltung. Sie haben mich und meine Frau eingeladen, an dieser Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Und ich habe die Einladung gerne angenommen, weil ich das für wichtig halte und weil ich das Zeichen setzen möchte, dass ich jene Gesinnung und jene Haltung unterstütze, die zu einem solchen Gedenken bereit, in der Lage und entschlossen ist. Denn ein Mahnmal ist ja etwas, was dieses Gedenken stärken, was dieses Gedenken unterstützen und über Generationen. Und wir haben keine Chance, einen Schlussstrich zu ziehen, weil die Ereignisse können ja nicht ungeschehen gemacht werden. Sie sprechen für sich selber. Wir denken heute noch
an den 30-jährigen Krieg. Wir denken heute noch an die napoleonischen Kriege und andere Tragödien und Verbrechen. Diese sich damit beschäftigen, ist geradezu die Voraussetzung dafür, dass es aufgearbeitet ist. Dass wir mit uns und mit unserer Geschichte ins Reine kommen. Und dass wir der Sache einen guten Dienst durch ihre Anwesenheit, durch ihre Aufmerksamkeit, durch auch den Applaus, den sie meinen Vorrednern gespendet haben und dadurch, dass sie bereit sind, mitzudenken. Bei den Künstlern, bei den Schülern, bei den Musikdarbietenden, bei den Lehrern, bei denen, die die organisatorische Arbeit geleistet haben. Ich bedanke mich bei allen. Ich glaube, sie haben etwas Gutes getan. Wir sind auch gelobt worden, auch vom Herrn Bischof. Und ich mache gerne Gebrauch von der liebenswürdigen Einladung zu sagen, dass dieses Mahnmal seinen Zweck erfüllen möge, dass es symbolisch allen überreicht ist und allen anvertraut ist, die bereit sind, sich mit den Schrecken des Krieges, mit den Schrecken der Zeit des Nationalsozialismus ehrlich auseinanderzusetzen und die daher, sondern die Tragödie beginnt, wenn Grundsätze verletzt werden, wenn Menschen erniedrigt werden, wenn die Demokratie ausgehöhlt wird, wenn Rassismus akzeptiert wird und wenn wir von dem Prinzip abgehen, gleich, aber sie sind einander gleichwertig. Und niemand hat das Recht, sich über diese Tatsache, über dieses Fundament unserer Zivilisation hinwegzusetzen. Ich danke Ihnen. Ich danke dem Herrn Bundespräsidenten. Ich schließe mich dem Dank des Herrn Bundespräsidenten an euch alle an. Ich möchte noch im Namen der Veranstalter hinweisen, dass um 19 Uhr auch im very few of the
Ich glaube, wir müssen schon Dinge in ihrem Größenordnung betrachten. Die Zeit des Nationalsozialismus ist ein Jahrhundertverbrechen gewesen. Der Holocaust und so weiter. Das sich. Herr Bundespräsident, gib mal mit mir ein Foto. Hier wollen Sie ein Foto? Genau. Na, kommt her. Danke. Ha ha ha!